Okay, heute ausnahmsweise mal ein Video auf Deutsch, weil ich nach deutschen Leuchtkäfern suche. Es ist zwischen Sommersonnenwende und Johannistag und da vorne sehe ich gerade den ersten adulten Leuchtkäfer der Saison. Das ist sogar eine Paarung. Lampyrus noctiluca, Männchen und Weibchen. Alles voll. Aber nicht viel der Kamera festzuhalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 22.06.2024. Fast Viertel vor elf. Da hinten ist alles voll mit Lampreitzers, Blendigula, Männchen, die in der Luft rumfliegen. Naja, auf jeden Fall deutlich mehr los als in den letzten Jahren. Also geht es wohl doch nicht zu Ende mit der Population hier. Und hier, wie gesagt, kommen zwei Drittel der in Deutschland vorkommenden Arten im gleichen Lebensraum vor. Das sind aber insgesamt nur drei Arten. Also ist das hier Lampyrus noctiluca, der große Leuchtkäfer, und Lamproitzer splendidula, der kleine Leuchtkäfer. Und der kurzflügelige Leuchtkäfer, den habe ich hier noch nicht gesehen, aber der ist auch sehr kryptisch. Naja. Ich werde mich mal noch ein bisschen umschauen. Aber hier haben wir, glaube ich, ein Weibchen. Nee, auch ein Männchen. Mücken. Aua. Da, Lamproitzer splendidula, ein Männchen, das wahrscheinlich gleich starten will, um Weibchen zu suchen. Und um mich rumschwirren lauter Männchen. Ja, aber eben schwer mit der Kamera zu erwischen. Ja. Da ist ein Lampreitzer splendidula Männchen, das gerade wohl starten will. An einem Grashalm. Und währenddessen werde ich hier schön ausgesaugt von den Mücken.
Die sind extrem kamerascheu und machen dann auch ihre Lampe aus. Offensichtlich. Oder drehen sich so, dass man es nicht mehr sieht. Ist ja auch nervig, wenn da so ein Mensch ankommt mit so dämlichen LED-Lampen und so. Na komm, flieg weg, dann bist du mich auch los. Jupp. So, ich glaube, hier haben wir das erste Weibchen von Lamprohiza splendidula. Vom kleinen Leuchtkäfer, meinetwegen. Lampe an. Ja. Nicht so leicht mit Kopflampe und Brille und Kamerabildschirm und gucken, ob es scharf ist. Aber man sieht die Leuchtorgane. Die Weibchen von Lamprohiza splendidula haben hinten am Hinterleib Leuchtstreifen und da waren noch so Leuchtpunkte an den Seiten und sind halt ja, so gelblich von der Farbe, haben deutliche Flügelstummel und deswegen auch gut von Lampyris noctiluca Weibchen zu unterscheiden, die ich jetzt heute noch nicht gesehen habe. Ah doch, das eine in der Paarung, aber da wollten wir ja nicht stören. Man sieht, das sind dann die, wo die ganzen fliegenden Leuchtkäfer drauf fliegen. Okay, viel Erfolg, die Dame. Ja, und wenn die Kamera erstmal mit Hilfe von ein bisschen Licht fokussiert hat, dann klappt das auch einigermaßen mit dem Aufnehmen. Aber bei fliegenden Leuchtkäfern ist das natürlich nicht ganz so einfach. Gut, gut. Stellen sich auch ganz gerne mal tot, wenn sie sich erschrecken. Ein Männchen von Lamprohiza splendidula, kleiner Leuchtkäfer, gerade abgestürzt. Nach dem Schock, einen Menschen entdeckt zu haben. Da ist die Lampe. Das Leuchtorgan ist bei denen auch auf der Unterseite vom Hinterleib. Also sie können zwar nicht blinken, aber doch so ein bisschen hin und her dimmen. Deswegen meinen viele, dass die auch blinken, aber das tun sie nicht. Es ist nur so ein leichtes Dimmen. Oder wenn sie sich halt drehen und der Winkel so ist, dass man das Licht auf einmal nicht mehr sieht. Ja, also das würde ich mal nicht blinken nennen. Na, hast du den Schock gleich überwunden? Und hier übrigens die Blutsauger, mit denen ich hier zu tun habe. Weg, weg. Wenn man einmal stehen bleibt, dann kommen die Biester. Naja. Ja, also doch gar nicht mal so schwach das Licht, wenn die Kamera erstmal fokussiert ist.
Na schön, ich lasse dich hier schon in Ruhe. Auch immer ein typisches Bild. Besonders gegen Ende der Flugzeit. Männchen in Spinnennetzen. Männchen von Lamproiza Splendidula. Und alles, was man an Leuchten findet, ist dann Spinnenbeute. Na bitte. Und da haben wir dann nochmal ein Weibchen von Lampyros Noctiluca. Also vom großen Leuchtkäfer. Das hat auch die Leuchtorgane. Auf der Unterseite, ganz am Ende, zwei Streifen und so zwei Punkte. Und das Weibchen dreht sich dann so, dass die nach oben zeigen. Und die Männchen von Lampyros Noctiluca leuchten nicht. Wenn man die nachweisen will, braucht man so eine lustige LED-Falle zum Beispiel. Die habe ich auch schon mal in so einem vorigen Video benutzt, aber jetzt habe ich keine dabei. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier auch Männchen rumfliegen. Nur bei Lampyros Noctiluca sieht man die halt nicht. Weil die nicht selbst leuchtend sind. Da hinten drin. Schon ein bisschen angewidert weggedreht. Aber hier sieht man noch, dass die Weibchen von Lampyros Noctiluca, vom großen Leuchtkäfer, eben deutlich dunkler sind, nicht so gelb und klein, als er der große Leuchtkäfer ist, sind sie ein bisschen größer als der kleine Leuchtkäfer. Macht Sinn, ne? So in der Regel. Ja, und hier oben, da ist der Kopf und dreht uns jetzt gerade den Rücken zu und hier sieht man noch die Spitze vom Hinterleib mit dem Leuchtorgan. Okay. Lassen wir die Dame wieder in Ruhe.